Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kurzer Historie. Wie in den anderen Bereichen auch, lebte Berlin bei der Schulentwicklung über 4 Jahre völlig planlos. Der aus dem Jahr 2006 stammende Schulentwicklungsplan des Landes Berlin endete 2011. Seitdem wurde von der Opposition hier immer wieder nachgefragt und uns wurde quartalsweise die Vorlage eines neuen Plans versprochen. Gekommen ist nichts. Damit fehlte jeglicher Orientierungsrahmen für die Schulentwicklungsplanung der Bezirke. Und dadurch waren wir mittendrin im Chaos. Tut mir leid, Frau Ciborra. In das die Bezirke nämlich in ihrer finanziellen Verantwortung und in ihrer Verantwortung für die Schulgebäude gestürzt wurden. Denn dadurch kam es natürlich zur Kollision mit einer gesamtstädtischen und zukunftsorientierten Steuerung durch das Land Berlin. Da wurde im Bezirk Mitte in Nähe der Bezirksgrenze zu Pankow seit Jahren Schulen aus dem Fachvermögen abgegeben, verkauft oder fremdvermietet, obwohl Pankow nicht mehr wusste, wohin mit der immens wachsenden Schülerzahl. Das führte dann in der Folge auch zu solchen Auswüchsen, wie wir sie leider mit der Schließung des Europaschulzweiges in der Homer-Grundschule beobachten und trotz heftiger Gegenwehr nicht verhindern konnten. Es entstand über die letzten Jahre eine völlig paradoxe Situation. Obwohl nämlich in den Bezirken spätestens 2012 klar war, dass die Schülerzahlen wieder enorm wachsen werden, haben sie unter dem Haushaltsdruck Schulen schließen und abgeben müssen. Wir verhandeln heute die aus dieser Situation heraus entstandenen Anträge der Linksfraktion aus dem Oktober 2014 und den Grünen aus dem Juni 2015. Und nun liegt ja seit Juli 2015 ein neuer Schulentwicklungsplan vor, gültig bis 2018. Und nun könnte ja jemand meinen, dass ich endlich Ruhe geben soll, kann ich aber nicht. Dieser Plan wurde nämlich vom Rat der Bürgermeister in seiner Sitzung vom 18. Juni 2015 abgelehnt und es wurde eine Überarbeitung gefordert. Begründet wurde dies mit Schwierigkeiten bei der Bedarfsplanung und bei der Kosten- und Leistungsrechnung sowie damit, dass dem Plan längst veraltetes bzw. überholtes Datenmaterial zugrunde läge. Also das ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was Sie hier gerade behauptet haben. Der RDB sagt wörtlich, ich zitiere, die Schülerzahlen von 2013-14 können ebenso wenig wie die Einwohnerstatistik von 2012 Ausgangspunkt langfristiger Prognosen sein. Dies insbesondere auch deshalb, da selbst kurzfristige, auf der mittleren Variante beruhende Prognosen übertroffen wurden bzw. werden und auch die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Thematik wachsende Stadt nicht adäquat berücksichtigt worden sind. Um kapazitätsangemessen auf die überproportional hohen in allen Schularten erwarteten Zuwächse reagieren zu können, sind konkrete Veränderungen notwendig. Angesichts des Stellenwertes der Schulstationen in der schulischen Sozialarbeit und der Integrationsarbeit der Schule fordert der RDB auf, allen Schulen den finanziellen Rahmen für die Personal- und Sachmittelausstattung einer eigenen Schulstation zur Verfügung zu stellen. Und der Schulentwicklungsplan muss klare und finanziell unterlegte Angaben ausweisen, um Inklusion umsetzbar zu machen. Der RDB empfiehlt daher, den vorliegenden Entwurf des Schulentwicklungsplans zu überarbeiten und dabei die Bezirke zeitnah in den Überarbeitungsprozess mit einzubeziehen. Zitat Ende. Der Senat hat keine entsprechenden Nachbesserungen durchgeführt und die Kritik der Bezirke ignoriert. Und das kritisiere ich hier nachdrücklich. Berlin muss endlich auf aktueller Datengrundlage langfristig, nachhaltig und über Bezirksgrenzen hinweg den Schulplatzbedarf planen. Und dabei muss auch der besondere Bedarf für den Ganztagsbetrieb, die Inklusion für die Beschulung von Kindern in Willkommensklassen oder für besondere pädagogische Konzepte beachtet werden. Und das genau ist nämlich das Musterraumprogramm, was hier mit ins Spiel kommt, Frau Ciborra. Darüber haben wir uns auch durchaus im Ausschuss gestritten. Leider war da noch Ihr Ihnen abhandengekommener Kollege Özyşık zuständig.
Der heute abzustimmende Antrag der Linksfraktion liegt Ihnen in geänderter Fassung vor. Er unterstützt die Forderungen der Bezirke, und er hat sich aus den eben genannten Gründen eben nicht erledigt. Danke.